Hallo Freunde, heute haben wir eine köstliche Suppe mit zartem Rindfleisch, viel Gemüse und selbstgemachten Nudeln. So fantastisch lecker bei dem kalten Wetter sowieso. Probiert es unbedingt aus. Wir essen sehr gerne Schmand dazu. Ich habe hier drei kleine Karotten in kleine Würfel geschnitten, eine Zwiebel in kleine Würfel geschnitten und eine Spitzpaprika. Die hatte ich jetzt in so einem Gelbton. Die wird auch klein geschnitten. Man kann natürlich auch rote Spitzpaprika nehmen. Dann habe ich hier 400 Gramm Rindfleisch. Das ist Suppenfleisch. Das wird jetzt auch noch in kleine Würfel geschnitten. Ich mache das so. So ungefähr brauchen wir das. Wenn da jetzt zu viel Fett ist, kann man das natürlich wegschneiden. In meinem großen Topf erhitze ich etwas Pflanzenöl, das sind circa 4 Esslöffel, und gebe hier das Fleisch hinein. So 2-3 Minuten braten. Jetzt gebe ich die Zwiebel und die Karotten, klein geschnittenen, dazu und brate es auch noch 2-3 Minuten mit. Paprika noch nicht. Nun gebe ich hier einen Teelöffel Salz, einen gut gehäuften Teelöffel, einen Esslöffel Tomatenmark. So, und jetzt das Ganze noch 2 Minuten braten. Jetzt die Paprika dazugeben. So. Und das Wasser. Ich nehme heute, mal schauen. 2 Liter Wasser habe ich jetzt reingemacht. Jetzt muss es kochen. Wenn die Suppe aufkocht, gehe ich von der Hitze runter, dass es nur so vor sich hin blubbert, und den Schaum auch noch einsammeln. Jetzt lasse ich das zugedeckt mit einem Deckel halbe Stunde, vielleicht 35 Minuten köcheln. Ich habe hier 120 Gramm Mehl genau. Dazu gebe ich Salz, und zwar schaut mal so ein bisschen weniger wie halber Teelöffel. Ein Ei gebe ich dazu, so in die Mitte. Und daraus mache ich jetzt einen Teig. Es kann sein, dass das Ei nicht reicht von der Flüssigkeit, deswegen habe ich hier etwas Wasser dazu gelegt. Es kann sein, dass man ein paar Tropfen davon braucht. Schaut mal, das hat jetzt nicht alles aufgenommen. Ich gebe ein paar Tropfen dazu, wirklich nur ganz wenig. Das reicht schon. Das waren jetzt 3-4 Minuten, die ich jetzt den Teig hier geknetet habe. Schaut mal, so sieht er aus. Jetzt gebe ich ihn in eine Tüte. Der darf jetzt 10, 15 Minuten sich ausruhen, dann wird er noch ein bisschen geschmeidiger. So. Ich habe hier 540 Gramm Kartoffeln, die sind schon geschält, gewogen. Die werden jetzt in kleine Würfel geschnitten. Und zwar nimmt man dafür entweder vorwiegend festkochende oder festkochende Kartoffeln. Den Teig, den knete ich noch mal kurz durch. So, gebe hier etwas Mehl auf die Arbeitsfläche, nicht zu viel. Und jetzt so dünn wie möglich ausrollen. Es ist gar nicht so einfach, weil da kaum Wasser drin ist. Aber es geht. Mit ein bisschen ziehen, ein bisschen Rolle geht es dann aber gut. Jetzt habe ich hier einen Pizzaschneider und schneide es in lange Streifen zuerst, und dann circa so 1 cm auf 1 cm Würfel brauche ich. So. Jetzt kann man die einfach so nehmen, wie die einfach da sind, oder man macht sich die Mühe, wenn man Lust hat. Schaut mal, die gegenüberliegenden Seiten zusammen und die hinteren zusammendrücken. Da hat man so eine schöne, na, was auch immer, schönes.
Das Fleisch kocht jetzt seit einer halben Stunde. Nun gebe ich die Kartoffeln dazu und die Nudeln. Alles soll jetzt noch mal aufkochen. Wenn das aufkocht, gehe ich von der Hitze wieder runter. Die sollen nur so vor sich hin köcheln. Ich sehe, das wird schon ein bisschen zu dickflüssig. Ich gebe noch etwas Wasser dazu. Das kann natürlich jeder machen, wie er das mag. So, ja. Es kocht jetzt seit 15 Minuten. Ich habe probiert, da ist zu wenig Salz. Ich werde jetzt noch einen Teelöffel erstmal geben. Dann werde ich nochmal probieren, so nach 1-2 Minuten, so einen guten Teelöffel. Jetzt etwas Petersilie habe ich da. Man kann auch Dill oder Schnittlauch dazugeben. Und Knoblauch dazugeben. Eine Minute kochen und alles ausschalten. Dann ist die Suppe auch schon fertig. Ich gebe jetzt noch etwas Pfeffer dazu. So. Ich habe das Ganze probiert, Kartoffeln und die Nudeln sind schön weich, perfekt. Jetzt ist es fertig. Probiert die Suppe unbedingt aus, die ist so unglaublich lecker, sättigend und leckeres Brot dazu, fantastisch. Freunde, das war's für heute. Danke, dass ihr das Video angeschaut habt. Bitte vergesst nicht, ein Like zu setzen und meinen Kanal zu abonnieren. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Video, eure Xenia.